So, da sind wir auch schon wieder bei der nächsten Aufgabe, nämlich durchsuche Truhe an verschiedenen benannten Orten. Was ist damit gemeint? Richtig, wir sollen insgesamt halt 5 Truhen öffnen, also mindestens, aber an benannten Orten. Mit diesmal benannten Orten ist halt logischerweise gemeint Sweetie Sands, Pleasant Park, Craggy, Francie Farm, Salty und so weiter. Also überall, wo Name steht, da müssen wir landen und jeweils halt mindestens eine Kiste aufmachen. Ich würde sagen, man merkt sich da halt am besten, man war einmal da, einmal da, einmal da, einmal da, einmal da. So würde ich halt das Ganze machen. Und das Ganze natürlich, wie immer, Gruppenkeile. Gruppenkeile ist da wirklich Gold wert. Weil da habt ihr eure Ruhe und könnt wirklich von Ort zu Ort ruckzuck hin und her gleiten. Und deshalb gehen wir natürlich in Gruppenkeile. Ich hoffe natürlich, dass mein Plan auch so aufgeht, dass wir es eventuell sogar in einer Runde hinkriegen. Und wie gesagt, wem ich schon damit helfen konnte, gern Like da lassen, gern Abo da lassen. Wer mag, kann auch noch gerne meinen Creator-Code eintragen auf Ehrenbruder-Basis. Und dann würde ich an der Stelle sagen, schon mal danke dafür. Wir werden die Aufgabe jetzt komplett durchgehen. Wie gesagt, ich hoffe, dass ich es in einer Runde hinkriege, aber ich glaube, an 5 benannten Orten in einer Runde landen ist echt schwierig. Dann, ihr seht es ja im Titel und auch im Thumbnail mit der Skin-Verlosung, das ist kein Scherz, das ist kein Clickbait. Denn wir machen wirklich täglich halt, ich versuche es täglich, Skin-Verlosungen zu machen. Einfach dafür im Stream sein, Mitglied sein, weil damit werden halt einfach die Mitglieder ein wenig von mir supportet, was das betrifft. Und bekommen halt dann für jede Runde, die ich halt solo gewinne, verlose ich halt jeweils einen Skin. So, jetzt benannte Orte. Ja, würde ich sagen, direkt Sweetie Sands, Abfahrt runter. Komm, lass mich raus. Jo. Ach Gott, ich habe mich schon verguckt. Also doch Dirty Dogs. Oder? Warte mal. Dirty Dogs ist, glaube ich, nicht so die schlauste Variante. Oder? Doch. Und Dirty Dogs. Von Dame Boot rüber. Wie gesagt, wir müssen uns halt natürlich jetzt beeilen. Einfach nur schnell Kiste aufmachen und Abfahrt. So, hier ist schon die erste Kiste. Ein Boot wäre auch nicht schlecht, wenn hier eins wäre. Aber da hätte ich weiter außen landen müssen. So. Ich glaube, ich war noch nicht in einem benannten Ort, ne? Zack, da haben wir schon 1 von 5. So. Dann würde ich sagen. Oh Gott, wir haben ja nicht einen Ort sonst auf der Route. Lol. Dann machen wir hier mal auf Krampf. Zadrapp. Auf ganz schnell. Da hinten ist nämlich ein Boot, was ich natürlich jetzt auch haben will, weil eine Kiste haben wir jetzt. Und wie gesagt, immer an die Orte, 5 Stück, und dann habt ihr die Aufgabe auch geschafft. Ich versuche es natürlich jetzt fürs Video innerhalb von einer Runde, aber ihr könnt euch da natürlich vollkommen Zeit lassen. So, wir gehen jetzt ruckzuck zu Steamy Stacks rüber. Von da aus, ah, Francie Farm ist die halbe Lobby. So, hier schnell hoch. Oh, haben die Boote noch weniger Leben bekommen oder haben die die ganze Zeit nur 800? Jetzt muss ich gerade gucken. Ich habe nämlich gerade noch eine andere Idee. Hier müsste doch eigentlich safe eine Kiste sein, oder? Hier ist doch safe einer. Ah, wusste ich doch. Ich kenne doch meine Pappenheimer. Wo ist die XP-Münze? Ah. Also ich wusste sie gerade wirklich nicht, dass sie da ist. Steamy Stacks, dann probieren wir nämlich noch ganz schnell auf Krampf erstmal hier wieder ins Wasser kommen. Komm, gib Gas, wir haben keine Zeit. Probiere ich nämlich noch aufs Schiff zu kommen. Dann haben wir nämlich schon mal 3. Zack, zack, komm, schneller, wir haben keine Zeit. Ich will aber hinten hin. Ach, hier läuft immer noch die Party. So, abbremsen, damit wir das Boot gleich auch noch haben. Ja, toll. Och, Leute, echt. Hallo. Aha. Warum denn jetzt hier ganz schnell eine Kiste? Zwar eine Kiste angezeigt, aber ich weiß gerade absolut nicht, wo die ist, weil ich hier einfach nie lande. Warum sollen wir hier auch so einen Zweikampf eingehen? So, da haben wir schon die dritte Kiste. Das ist halt die Frage, schaffe ich es schnell genug nach Craggy oder nicht? Aber ich probiere es einfach.
Craggy ist weit weg. Aber das wäre halt wirklich meine Chance, das in einer Runde zu schaffen. Boah, das ist weit weg. Hätte vielleicht noch ein bisschen Fische oder so fangen sollen. Ist da ein Medikit oder irgendwas? Nein. Ja, ich probiere es trotzdem. Weil ihr kennt mich, ich versuche das halt wirklich immer innerhalb von einer Runde. Wir sind eigentlich schon da. 35 Leben haben wir noch. Komm, komm, gib Gas. Ich hoffe halt, dass unten keiner am Hafen war. Wenn jetzt keiner an der Kiste war, dann kann ich es schaffen. Nein, ich dachte, ich hätte die Kiste kaputt gemacht. Zack. Kann man die Aufgabe nämlich... Naja, eine fehlt uns ja noch. Erstmal gegenheilen. So, mit dem Boot können wir nichts mehr machen. So, wo können wir jetzt gleich noch hin? Also, ich würde sagen, einmal sterben lassen, dann auch Retail. Und dann haben wir es nämlich doch in einer Runde geschafft. Und ganz entspannt. Jo. Warum ich mich dann geheilt habe, weiß ich jetzt gerade auch nicht. So, jetzt fehlt uns nämlich nur noch genau eine Truhe. Und die holen wir uns in Retail. Komm, ja, lass mich bitte ins Spiel. Lass mich doch bitte ins Spiel. Hallo. Danke. Bam, bam, bam. Und dann hatte ich nämlich wieder recht. Es ist innerhalb von einer Runde easy machbar. Was war ein bisschen mit Glück? Oh nein, ich sag nicht, hier war überall einer. Scheiße. Oh, haben die echt alles kaputt gelootet? Nein, das ist jetzt nicht in ihr Ernst. Alle Kisten weg. Oh nein. Ich hasse es, wenn ein Plan nicht funktioniert. Doch, die haben hier scheinbar wirklich alle Kisten weggeholt. Oh, das ist doch jetzt nicht wahr, oder? Ja, die Kiste haben sie auch geholt. Ach, nee, nee, nee. Das sieht schlecht aus für unsere Mission. Weil, wie gesagt, ich hab's halt immer lieber, wenn die Missionen schon komplett fertig sind. Aber, wie gesagt, das hier sieht... Oh, hör doch auf zu lenken. Boah, Junge, Junge. Also ich wünsche keinem so, das Spiel spielen zu müssen, so wie ich es gerade spielen muss. Da ist aber noch eine Kiste. Da ist noch eine Kiste. Ich krieg die Kiste, gell? Wo ist denn die Kiste? Aha. Und zack. Aufgabe. Hallo? Aha. Ich wollte gerade schon sagen. Dass die Aufgabe nicht zählt. Wie ihr seht, in einer Runde 5 Kisten auf ganz entspannt. Gut, was heißt entspannt? Bisschen Hektik war schon dabei. Sollen wir noch die Hasswaffe mitnehmen? Ach komm. Erstmal ein paar Gegner noch ärgern. Holen wir uns hier die XP noch mit, bevor wir sterben. Die XP. Ja, 180 sind wir jetzt. Also ich denke mal, da geht noch einiges. Also erstmal danke an alle, die sich das Schauspiel jetzt angeguckt haben. Aber ihr kennt mich. Herausforderungen nehme ich immer gerne an. So, mal gucken, ob wir hier noch irgendeinen Dulli finden. Oder der Dulli uns findet. Mit der MP, ach MP da schon. Der Dings mit der Minigun ist nicht ganz so leicht. Gott, ey, hier sind aber auch Endzonen, ey, die sind anders lost, ohne Quatsch. So, ja, ja, Sniper, das wird auch ein Kampf. Ich freue mich schon drauf, ne? Er sniped und sniped, aber ich glaube, die Sniper-Aufgabe werde ich eh anders machen. Natürlich wieder ein, irgend so ein Lümmel von hinten. Man kennt sie. So Leute, aber vielen Dank für alle, die jetzt schon wieder geliked haben und hast du nicht gesehen. Ihr seid halt wirklich das,
was mich so groß macht, in Anführungszeichen. Und in dem Sinne gehen wir gleich direkt rüber zur nächsten Aufgabe und haut rein.